Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein richtig leckeres und einfaches Rezept von mir. Und zwar zeige ich euch, wie man eine No-Bake-Torte mit Erdbeeren zubereitet. Diese ist nicht nur ein Hingucker, sondern schmeckt auch so lecker. Probiert das Rezept unbedingt aus. Und übrigens, letzte Woche kam leider kein Video, ich war erkrankt. Ich rede noch immer etwas nasal, aber ich hoffe, ihr könnt drüber hinwegsehen und das macht euch nichts. Meine Stimme kommt bestimmt bald wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt nun Spaß bei meinem neuen Video und sage schon mal, wir kommen jetzt zu den Zutaten. Und das sind die folgenden Zutaten, welche wir für unseren leckeren Erdbeerkuchen benötigen. Ich habe hier zwei Päckchen oder zwei Packungen Löffelbiskuits. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele ich davon gebrauchen werde, das sage ich euch dann gleich. Zwei Becher Schmand, zwei Becher Schlagsahne, ein Päckchen Vanillezucker, ca. 500 Gramm frische Erdbeeren. Hier habe ich ein paar Rosen, die sind noch vom Muttertag. Die hat mir meine liebe Tochter Dahlia geschenkt. Die braucht ihr nicht unbedingt, aber wollte ich jetzt gerade mal so erwähnen. Für die Löffelbiskuits zum Eintunken habe ich hier ca. 300 ml Milch. Da gebe ich etwas Himbeerpaste mit hinein, dann bekommt das einen richtig tollen fruchtigen Geschmack. Außerdem ein Päckchen Sofort-Gelatine. Und zwar wird die Schlagsahne und der Schmand zwar fest, aber wer auf Nummer sicher gehen will, der gibt einfach ein Päckchen Sofort-Gelatine hinzu. Für die Erdbeeren obendrauf nehme ich zwei Päckchen Tortenguss in der Farbe Rot, ein paar Mandeln und zwar gehobelte, ca. 50 Gramm für die Verzierung. Mein Backrahmen hat die Größe 28 x 18,5 und nun beginnen wir mit dem Rezept. Dafür gebe ich etwas Himbeerpaste in die Milch und tunke dann die Löffelbiskuits hinein. Separat werde ich nebenbei die Schlagsahne einmal aufschlagen, und zwar beide Becher. Und das mache ich die ersten 15 Sekunden auf niedriger Stufe und nach 15 Sekunden werde ich auf höchste Stufe umstellen. Die Schlagsahne ist nun vollständig aufgeschlagen, also so gut wie. Sie ist schon standfest. Nun gebe ich Vanillezucker und die Sofort-Gelatine hinzu. Und jetzt wird alles für ein paar Sekunden weiter verrührt. So bin ich jetzt zufrieden und nun kann Schmand hinzugefügt werden. Hat doch geklappt. Und jetzt nochmal auf niedriger Stufe alles so kurz wie möglich miteinander verrühren. So, die Creme ist nun standfest. So soll sie auch sein und schön cremig. Sobald die im Kühlschrank ist, wird sie natürlich noch fester sein. Aber jetzt können wir schon weiterarbeiten. Und zwar können wir die Erdbeeren, das habe ich jetzt nebenbei gemacht, vierteln und die Löffelbiskuits nun eintunken. Nehmt für die Creme unbedingt kein Zucker mehr, weil ich habe hier die gezuckerten Löffelbiskuits genommen. Ich muss die jetzt erst einmal öffnen. Das stelle ich jetzt hier einmal zur Seite. Gebe natürlich etwas von der Paste mit hinein. Die ist noch verschlossen. Und da reichen 1,5 Teelöffel ungefähr aus. Alles gut miteinander vermengen, so gut es geht. Es muss sich auch nicht auflösen. Die Hauptsache ist, dass der Geschmack noch in der Milch drin ist. Und das ist sie auf jeden Fall. Jetzt schmeckt das wie so eine leichte Erdbeermilch. Und nun einmal so kurz wie möglich eintunken und die gezuckerte Seite nach oben. Und so mache ich den ersten Boden.
nicht zu lange eintauchen, sonst habt ihr nachher einen ganz weichen Kuchen und das wollt ihr ja nicht. Und so verfahre ich jetzt für die erste Schicht mit den ganzen Löffel Biscuits. So, die erste Schicht ist nun gelegt und nun kann ich die Creme, also die Hälfte, oben drauf verteilen. Das muss auch gar nicht so ordentlich sein. Nur, dass alle Stellen einmal schön bedeckt sind. Und jetzt gebe ich nochmal eine Schicht Löffelbiscuits obendrauf. Wieder dasselbe Schema wie beim ersten Mal. So sieht das jetzt aus. So viel Milch ist übergeblieben und ich habe 2,5 Packungen Löffelbiscuits verbraucht. Gott sei Dank hatte ich noch welche da. Im Fall der Fälle könnt ihr auch diese Zungenkekse oder also Katzenzungen heißen die, verwenden oder auch irgendwelche Kekse, die ihr zerbröselt und als Alternative benutzt. Nun gebe ich die restliche Creme obendrauf und verteile diese gleichmäßig. Ich habe so gut es geht alles schön verteilt und nun gebe ich die Erdbeerviertel obendrauf. Und das könnt ihr ganz grob machen, da gibt es kein Schema. Muss auch nicht perfekt aussehen, weil genauso sieht ein Erdbeerkuchen dann immer am appetitlichsten aus. Wer mag und wer viele Erdbeeren über hat, der kann natürlich auch ein paar zur Seite legen für die Dekoration. Das ist aber kein Muss. Und jetzt werde ich den Tortenguss nach Packungsanleitung zubereiten und dann für ca. 2 Stunden den Kuchen kalt stellen. Noch besser sind für 4 Stunden, aber damit alles schön durchziehen kann. Aber ihr könnt ihn auch schon nach 2 Stunden anschneiden. Und für alle die keinen roten Tortenguss haben, die können natürlich auch einen klaren Tortenguss verwenden. Nehmt einfach nur eine rote Flüssigkeit und dann habt ihr nachher einen roten Tortenguss. Dann könntet ihr theoretisch eine Traubenschorle oder eine Johannisbeerschorle nehmen oder irgendeinen Sirup. Und dann wird sich die Flüssigkeit auch schon rot verfärben. Alles im kalten Wasser klümpchenfrei verrühren. Mein Ofen ist jetzt auch eingeschaltet. Ich lasse jetzt alles für ca. 2 Minuten sprudeln aufkochen. Und dann stelle ich die Flüssigkeit für 2 Minuten zur Seite und gebe das dann auf die Erdbeeren oben drauf. So, der Tortenguss ist nun für 2 Minuten abgekühlt. Diesen werde ich mit einem Löffel über die Erdbeeren geben. Vorsichtig, damit nichts überquillt. An die Stellen, wo kein Erdbeerguss ist, werde ich ein bisschen mit dem Pinsel arbeiten und so gut wie möglich alles verteilen. Die Erdbeeren sollten bestmöglichst bedeckt sein, weil diese sehr schnell schlecht werden und dann bekommen die so eine unschöne Farbe und so ist der Kuchen für 3 bis 4 Tage haltbar. Natürlich zeige ich euch den Kuchen auch nach 2 Stunden im Anschnitt. Ich schneide wie immer für euch ein Stückchen an, damit ihr auch seht, wie der von innen aussieht. So, und nun kommt er in den Kühlschrank und ich sage schon mal bis gleich. Die Verzierung mit den gehobelten Mandeln könnt ihr auch schon jetzt drüber geben. Das mache ich jetzt am Rand. Und so habt ihr nun innerhalb von wenigen Minuten einen richtigen Hingucker, eine leckere Erdbeertorte. Das Rezept könntet ihr auch mit Waffeln machen, je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt. Einmal kurz noch ein bisschen andrücken.
und das war's. So bin ich zufrieden. So, nach vollständiger Abkühlzeit werde ich jetzt den Kuchen von dem Backrahmen lösen. So, heute mache ich mal die Endszene. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen des Videos. Hinterlasst gerne eure Kommentare und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.